Jungs, wenn ihr doch mit mir nachdenkt, die Fiesta ist für mich besonders wichtig, weil sie ein Ort des Zusammenkommens ist, weil sie so viel Freude bereitet, weil sie so viele Möglichkeiten gibt, Kultur zu erleben und weil sie das Viktoriaviertel belebt. Und das gleichzeitig noch zeigt, dass neben Beethoven auch Platz für Subkultur in Bonn ist. Und es geht ja darum, dass im Viktoriaviertel gerade ziemlich viel passiert. Und eben das Feiern und das gute Veränderungen erkämpfen auch zusammengehört. Das ist ein bisschen wie so ein Nachbarschaftsfest für uns Anwohnerinnen und Anwohner. Im Gegensatz zu den letzten beiden Fiesta Victorias wird diese Fiesta im Sommer stattfinden, mitten im Hochsommer, im Juli. Viel auch draußen passiert, im Innenhof. Wir haben einen ganz schönen Innenhof im Viktoriaviertel. Straßenmusik. DJ-Sets im Friseursalon, Lesungen im Biomarkt, ein Konzert im Kiosk. Die Fiesta kostet nichts, deswegen kann wirklich jeder kommen. Ja, wir von dem Fiesta-Orga-Team, wir machen das alles ehrenamtlich. Aber leider kommen natürlich trotzdem ein paar Kosten auf uns zu, wenn wir dieses Fest auf die Beine stellen. Wir brauchen ein paar Bühnenelemente, wir brauchen Technik. Das bezahlt sich halt leider nicht von selbst. Helfen könnt ihr, wenn ihr wollt, mit Spenden, aber auch gerne mit organisatorischer Hilfe. Sagt euren Freunden Bescheid, dass an dem Abend im Viktoriaviertel ganz viel los sein wird. Spread the word, bringt alle Leute hier hin. Jede Unterstützung ist Gold wert. Und weil die Fiesta Victoria so kulturell vielfältig, selbst organisiert, kostenfrei ist, freuen wir uns riesig, mit euch am 15. Juli gemeinsam hier im Viktoriaviertel zu feiern. Wir freuen uns sehr. Okay, one more time.